Der Technical Artist ist sowas wie eine Schnittstelle zwischen Programmierung und Grafik. Das heißt, er ist erstmal grundsätzlich ein 3D-Artist, also erstellt Ingame-Assets, aber ist zusätzlich dazu noch dafür verantwortlich, die Sachen technisch zu optimieren. Das heißt sozusagen mit technischen Mitteln wie Shader-Programmierung ein grafisch schönes Ergebnis zu erzielen. Zum einen natürlich gute Grafikfähigkeiten. Das heißt, er erstellt auch tatsächlich 3D-Assets, die müssen dann von der Farbe und von der Form und so weiter natürlich schön aussehen. Aber zusätzlich eben auch noch diesen technischen Background, der es eben ihm ermöglicht, dann auch eine Grafik nicht nur schön zu erstellen, sondern auch so zu optimieren, dass sie in ihrer ganzen Schönheit auch noch performance-schonend ist. Also wir entwickeln ja sehr, sehr viel für den Mobile-Bereich und gerade in dem Bereich muss man halt immer schauen, okay, wie kriegt man die Sachen so schön, wie sie sind, auch so hin, dass sie gerade auch bei den schlechteren Geräten noch flüssig laufen. Macht ein tolles Portfolio, weil das für mich so das absolut Wichtigste ist. Also Ausbildung ist mir unterm Strich am Ende eigentlich egal, wenn das Portfolio passt. Das Portfolio sollte gerade für den Technical Artist natürlich Best Practices enthalten, die halt zeigen, okay, ich habe hier schon mal Sachen optimiert, das und das war so eine Anwendung, gerade im Mobile-Bereich, also wenn man da schon Erfahrung hat, auf jeden Fall rein ins Portfolio, am besten mit einer kleinen Projektbeschreibung. Und natürlich sollte es schön aussehen, das ist natürlich der zweite ganz, ganz wichtige Punkt. Am einfachsten und angenehmsten für mich ist natürlich ein PDF, einfach weil man es direkt an die E-Mail anhängen kann. Ich kann es direkt öffnen. Für größere Dateien, Animationen und so weiter, Showreels gibt es ArtStation. Da haben wir relativ viele, die ihr Portfolio darüber machen. Oder Vimeo. Da ist es mir wichtig, dass die Links zu den externen Portfolios gut auffindbar sind. Das wäre so ein typisches Don't. Ich muss eine halbe Stunde durch die Bewerbung scrollen, bis ich irgendwo dann den Link zum Portfolio finde. Das ist natürlich, ist kein Todesstoß, aber es ist einfach etwas, was meinen Arbeitsfluss so sehr behindert, dass ich nicht besonders positiv auf so eine Bewerbung schauen kann. Also prädestiniert sind Medieninformatikstudenten, einfach weil sie halt durch ihr Studium immer schon diese Doppelrolle mitbringen, also eben sozusagen diesen Medien-Grafikbereich und eben aber auch diesen starken Programmierbereich. Oder einfach auch Grafiker, die halt so technikaffin sind, dass sie halt in der Software, also nutzen wir Unity, dass sie einfach da auch so sicher sind, dass sie halt programmiertechnische Lösungen finden können.